Der Söldner mit der großen Schnauze kehrt auf die Leinwand zurück und Wolverine ist mit von der Partie. Aber das ist vielleicht nicht die einzige Überraschung, die sich in Ryan Reynolds Enthüllung verbirgt. Filmstar Ryan Reynolds hat am Dienstag das Internet mit seiner pfiffigen Ankündigung in Aufruhr versetzt, dass Hugh Jackman im Jahr 2024 in Deadpool 3 an der Seite von Reynolds Deadpool, auch bekannt als der Söldner mit der großen Schnauze, ins X-Men-Universum zurückkehren wird. Doch im Vorfeld der großen Enthüllung im Internet sticht eine Sache allen Comic-Fans ins Auge. In dem Teaser für den Deadpool-Dreiteiler könnte es auch einen wichtigen Hinweis auf die Rückkehr der X-Force geben. Reynolds und Jackman haben natürlich seit Jahren, privat als auch mit ihren X-Men-Charakteren, eine spielerische Rivalität miteinander. Ihre komödiantische Beziehung begann mit Reynolds' erstem Auftritt als Wade Wilson, der später zu Deadpool wurde, in dem X-Men-Spin-off X-Men Origins Wolverine im Jahr 2009. Aber da der Film und die dünne Hintergrundgeschichte von Deadpool weder bei Kritikern noch bei Fans, darunter auch Reynolds, gut ankamen, arbeitete der Schauspieler fleißig daran, das Ruder herumzureißen. Letztendlich führten seine Bemühungen dazu, dass 2016 eine richtige Version von Deadpool mit Tim Miller auf dem Regiestuhl gedreht wurde. Der Film war ein riesiger Blockbuster mit einem weltweiten Einspielergebnis von fast 783 Millionen Dollar. Die Fortsetzung Deadpool 2 unter der Regie von David Leitch übertraf das Einspielergebnis des Originals zwei Jahre später mit fast 786 Millionen Dollar weltweit. Mit der Ankündigung von Jackman hat Reynolds den Hype um den lang erwarteten Deadpool 3 definitiv angeheizt. Es ist ein großer Coup für den Produzenten und Schauspieler, wenn man bedenkt, dass sein Freund und X-Men-Verbündeter angekündigt hat, dass er Wolverine nach dem Tod der Figur in Logan nicht mehr spielen wird. Und während es noch abzuwarten bleibt, wie Reynolds und Jackman Wolverine in das MCU bringen werden, wurde ein weiteres Geheimnis bereits mit einem kleinen Detail in Reynolds' Deadpool 3 Ankündigungsvideo angeteasert. Ryan Reynolds hat die Ankündigung der Rückkehr von Hugh Jackman in das X-Men-Universum gekonnt in Szene gesetzt, indem er Jackman in einem Selbstgespräch fragte, ob er noch einmal Wolverine spielen wolle. Die Antwort von Jackman war absolut perfekt. Ja, sure, Ryan. Im Laufe des Videos ist Reynolds in verschiedenen Outfits zu sehen, darunter Freizeitkleidung und zeitweise vor einer Schreibmaschine sitzend, wo er einen grauen Overall trägt und lustigerweise mit einem Finger tippt. Reynolds ist in dem grauen Anzug auch auf einer Toilette sitzend zu sehen. Der Anblick des Anzugs ließ das Internet vor Spekulationen nur so strotzen. Deadpool trug seinen kastanienbraunen Anzug bereits in den ersten beiden Deadpool-Filmen und auch in den Comics ist dies sein Lieblingsoutfit. In seinen Einsätzen als Mitglied des X-Force-Teams in Uncanny X-Force trug er jedoch ein graues Kostüm mit roten X-Highlights. Es ist eine andere Variante seines klassischen Outfits und setzt definitiv ein einzigartiges Zeichen. Ob es sich bei Reynolds grauem Overall im Wolverine-Ankündigungsvideo um die Rückkehr der X-Force handelt, bleibt abzuwarten. Aber da eine modifizierte Version der Gruppe einschließlich Domino in Deadpool 2 eingeführt wurde, ist die Idee einer neu gestalteten X-Force, die in Deadpool 3 auftaucht, durchaus möglich. From now on, we'll be known as X-Force. Interessanterweise ist dies nicht die erste Erwähnung von Deadpools grauem Anzug in einem Live-Action-Film. Schon vor der Veröffentlichung des zweiten Films kamen Gerüchte auf, als einer der Trailer zu Deadpool 2 auftauchte. In dieser kurzen Ankündigung sah es so aus, als würde Deadpool einen grauen Anzug anziehen. Die Idee, dass es sich bei dem grauen Anzug um einen Hinweis auf die X-Force handeln könnte, wurde jedoch schnell entkräftet, als sich herausstellte, dass der Anzug des Söldners vollständig mit Asche bedeckt war. Könnte es sein, dass Reynolds mit der Wahl seiner Anzugfarbe den Trailer von Deadpool 2 wieder gut macht? Das werden wir sehen, wenn Deadpool 3 am 6. September 2024 in die Kinos kommt.